Yo, servus und willkommen zu einem neuen Video. Du glaubst mir nicht, wie sehr ich mich wieder danach sehne, Aktien zu traden und dann darüber Videos zu machen, mit dir zu teilen, den Thrill zu haben, große Volatilitäten erleben zu dürfen und idealerweise dicke Gewinne einzuheimsen. Aber Trade Republic ist ein bisschen bockig momentan. Ich habe heute versucht, mich mal ein bisschen einzulesen, wieder in die Börse. Du weißt, ich war jetzt über 2 Monate lang draußen, also draußen aus der Thematik. Und keine Ahnung, ob du das Problem auch schon mal hattest. Vielleicht mache ich irgendwas falsch. Wir gucken uns das mal an. Du siehst, ich habe jetzt hier noch 881 Dollar, Euro, Entschuldigung. Und jetzt will ich in etwas investieren. Sagen wir einfach mal Apple. Es soll ja für das Video sein. Minus 1,34% haben die gemacht. Apple momentan, naja, wie die ganze Zeit schon. Es läuft bei denen. Und ich sage einfach mal, okay, ich kaufe mir und zwar 881, sagen wir mal für 2. Ach komm, sagen wir für 880. Es kostet ja, glaube ich, 1 Dollar. Ich mache jetzt auch mal hier oder. Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, komm, Limit, dann geben wir jetzt ein 179,08 und dann sagen wir, wir holen uns 4,9. Ach, 4, egal. Da habe ich jetzt halt 100 übrig, scheißegal. Und Purchase is not possible. Kauf ist nicht möglich. Ja, warum? Keine Ahnung. Ich dachte mir auch schon, okay, habe ich irgendwas falsch gemacht? Muss man vielleicht jetzt das Geld, was man anfangs noch hat, umtauschen? Sprich, muss ich das jetzt von, gehen wir nochmal ganz zurück an den Anfang, von Cash auf mein Portfolio bringen? Wenn ich jetzt auf Überweisen klicke, habe ich die Möglichkeit senden und einzahlen. Einzahlen hieße eben, dass ich da Geld drauf überweisen kann. Und senden hießen, dass ich es auf mein Konto senden kann. Klick jetzt nicht drauf, sonst siehst du meine Kontonummer, möchte ich nicht. Aber das kann das Problem nicht sein. Ja, wenn ich jetzt einzahlen klicke, dann siehst du hier entweder mit Kreditkarte, Google Pay oder Banktransfer. Alles schön und gut, auch da haben sie sich deutlich verbessert. Früher war das meiner Meinung nach nur mit Banktransfer richtig gut möglich. Das hat dann oftmals 1, 2 Tage gedauert. Vielleicht geht es jetzt auch mit Kreditkarte schneller. Aber das ist nicht des Rätsels Lösung. Jetzt dachte ich mir, okay. Dann gehen wir doch einfach mal in einen ETF. Vielleicht stimmt da irgendwas nicht mit der Apple-Aktie. Und ja, gehen wir jetzt einfach in den MSCI World. Sagen wir, kaufen hier. Sagen wir jetzt einfach mal für 250 Dollar. Klicken auf Weiter. Und ich mache jetzt auch Marktkauf. Das ist dann immer ein paar Cent teurer. Ist aber egal, wird eh nicht gehen. Ich habe es schon tausendmal versucht. Purchase is not possible. Also, du kannst mir sagen, was du willst. Trade Republic schießt sich momentan ein Eigentor nach dem anderen. Denn wochenlang keinen Zugriff mehr gehabt. Da gab es dann auch Probleme. Jetzt habe ich wieder Zugriff und ich weiß nicht. Also, seitdem die neue App ist, macht es Traden auch keinen Spaß mehr. So eine tolle Seite. Aber ich kenne auch so viele Leute, die sich komplett verabschiedet haben und haben gesagt: Nö. Da gehen wir zur Konkurrenz und das finde ich ein bisschen schade. Ich bleibe am Ball, ich versuche da eine Lösung zu finden, habe mich auch schon mit dem Support in Verbindung gesetzt. Der ist immer sehr zügig, wie ich finde. Also der Support von Trade Republic, den finde ich gut, muss ich sagen. Aber wie gesagt, momentan irgendwas stimmt da nicht mit dem Account und ich weiß auch nicht. Naja, ich halte dich auf dem Laufenden und hoffe, bald wieder Aktienvideos machen zu können. Kleiner Hinweis hier noch. Ich habe mir gerade mal wieder einen Telegram-Account angelegt. Du siehst oben auch den blauen Stern. Das bedeutet, dass ich eben hier Premium bin, habe dann auch mehr Möglichkeiten. Und ich habe 2 Gruppen gegründet. Das heißt, oben Finanzfüchsle-Gruppe und unten ein Kanal. Ich habe es jetzt mal genannt, passive Einnahmen. Die Idee bei den Gruppen ist ganz einfach. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder die Idee der Gruppe ist einfach, wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du in die Gruppe kommen, kannst du dich mit mir oder mit anderen auseinandersetzen, da wird dir geholfen. Ich habe es jetzt gemacht für Aktien, aber auch für Krypto, allgemeine Fragen. Es gibt ja noch eine alte Aktiengruppe, auch mit über 1000 Teilnehmern.
Da habe ich selbst keinen Zugriff mehr drauf, zumindest nicht solange ich es packe, irgendwann mal mit meiner deutschen SIM-Karte Empfang zu bekommen, aber scheint nicht so, da die offenbar kaputt ist. Und passive Einnahmen, so habe ich den Kanal jetzt mal genannt, das hier ist einfach eine Gruppe, wo man die Möglichkeit hat, wo ich dir immer zeige, was für Projekte es gerade gibt. Das können Projekte sein, wo du risikofrei also nicht investieren musst und verdienen kannst, nebenbei zum Beispiel sowas wie Umfrage machen, wo du eben kein Geld ansetzt, oder Projekte, wo du investieren kannst, wo du dementsprechend auch die Möglichkeit hast zu verlieren. Ich werde es dann aber immer, wie du es gewohnt bist, offen, ehrlich und transparent mit dir teilen. Ja, in diesem Sinne, komm gerne in die Gruppe, unten beide verlinkt. Die beiden Gruppennamen sind in der Videobeschreibung.